Am nächsten Tag beschäftigt ein mysteriöser Vermisstenfall Christian Reuter und Peter Rothmeier. Die Mutter der verschwundenen 17-Jährigen befürchtet das Schlimmste. Hallo. Hallo. Mein Name ist Lorenz. Hallo, Frau Lorenz. Sie müssen mir unbedingt helfen. Ich vermisse meine Tochter. Gucken Sie sich das doch mal an, bitte. Was ist das denn? Das sind Briefe. Ihre Tochter ist Luisa? Ja, genau. Okay. Und die hat sie die ganze Zeit bekommen. Wir haben es gesehen und ich habe die auch durchgelesen. Ich weiß, man darf das nicht, aber als Mutter macht man sich einfach Sorgen. Und wir dachten erst, es wäre so ein heimlicher Verehrer. War ja alles schön und gut. Aber heute habe ich gerade gesehen vom Badezimmer, dass es ein erwachsener Mann ist, der die Briefe in unserem Briefkasten steckt. Ich meine, und was will ein erwachsener Mann mit meiner Tochter? Ich fange mal mit dem letzten Satz an. PS, deine Füße sind der Hammer. Der rote Nagellack ist so sexy. Wie alt ist Ihre Tochter denn? 17. 17. Ja, aber... Und wie alt ist offensichtlich der Mann, der das da reingeschmissen hat in den Briefkasten? Ich konnte ihn nicht so gut erkennen, aber ich glaube so um die 40, 43 oder so. Also älterer Herr, jetzt weißt du Bescheid, um die 40. Ne? Ja, wir hatten ja hier das genaue Alter von der Luisa, 17 Jahre alt. Die Mutter sagte, aufgrund ihrer Beschreibung oder ihrer Beobachtungen, der Herr, der diese Briefe da in den Briefkasten geschmissen hat, wäre 40, eventuell Ü40. Das ist natürlich bedenklich, auch wenn es heutzutage überhaupt kein Problem ist, mehr Altersunterschiede. Aber das ist doch bedenklich, wo man natürlich direkt immer im Hinterkopf haben muss, ne? Was will der alte Mann mit diesem jungen Mädchen, was führt er da im Schilde? Ich meine, ich wäre ja hinterhergerannt, aber ich stand gerade unter der Dusche, dann ist es sehr schlecht. Aber ich habe mir sein Nummernschild aufgeschrieben. Das ist gut. Vielleicht kann man damit was anfangen. Köln-Trennung Julius Heinrich 6392. Ja, ich würde aber mal ganz gerne wissen, guck mal, das ist doch hier einmal hier wie eine Kinderschrift. Ja, das verstehe ich auch nicht. Und dann ist ja geschrieben wie die Rezepte, die ich von meinem Arzt bekomme. Wir konnten hier relativ schnell feststellen, dass es sich um zwei verschiedene Schriftarten handelt. Einmal auf dem Briefumschlag eher kindlich-weiblich und in den Briefen halt alt und erwachsen männlich, würde ich mal so sagen. Was es damit auf sich hat, wussten wir erstmal gar nicht. Vielleicht war es so, dass der Verfasser des Briefes mit dieser Beschriftung von dem Umschlag verhindern wollte, dass es direkt erkannt wird. Ne? Briefkasten macht in der Regel, machen alle Familienmitglieder auf, dass man da direkt sowas sehen kann. Aber wir wussten es nicht. Hat er die ganze Zeit sie beobachtet, verfolgt, gestalkt? Wenn er denn noch keinen, direkten Kontakt zu ihr hatte und sie ihm vielleicht erzählt hat, wo sie wohnt, kann das natürlich ein Fall von Stalking sein. Hm. Ne? Wir wissen ja gar nicht, ob die Luisa weiß, wer hinter diesen Briefen steckt. Ja, die Frau Zeiler, die kommt. Die Elke. Genau, Elke Zeiler kommt. Ja. Bei der Dame handelt es sich um die Fahrzeughalterin, mit deren Auto der mutmaßliche Stalker der 17-Jährigen weggefahren ist, nachdem er die anzüglichen Briefe eingeworfen hat. Christian Reuter informiert die Bürokauffrau über die Vorwürfe. Es geht um ihr Fahrzeug. Mein Fahrzeug? Genau. Mit diesem Fahrzeug ist heute im Prinzip Post ausgetragen worden oder weggebracht worden. Da ist eine Dame hier, die vermisst ihre Tochter, ihre 17-jährige Tochter. Ja. Und dann hat sie eine, ja, für sie selber eine komische Beobachtung gemacht. Da ist wohl ein Mann in ihrem Auto vorgefahren und ist aus dem Auto gesprungen, hat dann Liebesbriefe in den Briefkasten geschmissen und ist dann wieder weggefahren. Die Mutter hat logischerweise Sorge gehabt, hat sich die Briefe mal durchgelesen und das war schon sehr, sehr beunruhigend. Also Liebesbriefe, deftigste Art und dann aber auch so, das geht schon so ein bisschen ins Stalken. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also das ist, also ich bin ja zu Fuß jetzt gekommen. Mein Auto hat gerade meinen Lebensgefährte Peter Heinisch. Okay. Der ist auch der Einzige bei uns in der Familie, der mit dem Auto weiterfahren kann. Heinisch oder Heinig? Heinisch. Heinisch. Und wie groß ist Ihre Familie, wenn Sie uns ja sagten, der in der Familie fahren kann? Wie groß ist Ihre Familie? Also es ist mein Lebensgefährte, der vor einem Monat zu uns gezogen ist und meine 16-jährige Tochter. 16-jährige Tochter. Das ist die, wie heißt die? Thea Maybach. Thea Maybach. Und wo ist die Thea jetzt? Die ist eigentlich jetzt aktuell noch in der Schule. Die möchten aber gleich zusammen zu einem Eishockey spielen. Also ihr Lebensgefährte und? Genau. Okay. Also er wollte sie jetzt von der Schule gleich abholen und dann sollten die zusammen zu einem Eishockey spielen. Ja. Hat die Thea denn mal irgendwann erwähnt, so mit ihrem Lebensgefährten? Nein, also die beiden, die hatten Anfangsschwierigkeiten, ne? Wie das so ist, wenn ein neuer Mann in die Beziehung kommt. Aber
mittlerweile verstehen die sich wirklich gut und deswegen nehmen die auch zusammen, machen Unternehmungen. Ich muss leider die Frage stellen, da muss nichts hinterstecken. Ne? Also, weil ein 16-jähriges Mädel, das Mädel, was jetzt verschwunden ist, ist 17. Aber dass ihr Lebensgefährte da irgendwie so den Drang da, fällt mir schwer, diese Frage zu stellen, den Drang da so zu so jüngeren Mädels hat. Also er hat, als wir uns kennengelernt haben, immer mal wieder lachhaft gesagt, dass er auf Jüngere steht. Ich meine, ich bin 37, Peter ist 49, er ist 12 Jahre älter, aber wir hatten mit diesem Altersunterschied nie ein Problem. Aber das sind Kinder, Jugendliche, das ist doch, also doch nicht mein Peter. Ich meine, er ist wirklich ein guter Mensch und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Die Frau Zeiler erschien dann in der Wache und wir konnten auch relativ schnell klären, wer das Fahrzeug der Frau Zeiler noch benutzt. Nämlich ihr neuer Lebensgefährte, der seit circa einem Monat im Haushalt wohnt. Zu dem Haushalt gehört aber noch die 16-jährige Tochter der Frau Zeiler. Ob die Alarmglocken da angehen, das ist dann auch so. Man will ja nicht direkt irgendjemand in so eine Ecke deuen. Man wird auf jeden Fall nachdenklich. Ja gut, das sind alte Geschichten da, aber das hat jetzt... Was meinst du? Ja, das ging da um vielleicht mal Raufereien, das sind so Körperverletzungsdelikte, wo er mal in Erscheinung getreten ist. Nein, aber nicht, Peter? Ja, aber das ist ja jetzt nichts Wildes, ne? Aber davon also, weiß ich nichts. Kein, also ich dachte, wir führen eine ehrliche Beziehung. Ich weiß nichts davon, dass er irgendwas schon mal... Wenn man sich mal in der Kneipe da mal geprügelt hat oder so, kann das schnell passieren, ne? Nachdem die 37-Jährige weder ihre Tochter noch ihren Lebensgefährten telefonisch erreicht, bittet sie darum, kurz frische Luft schnappen zu dürfen. Zeitgleich erreicht die vermisste Tochter der Melderin die Wache. Hallo, meine Mutter, Warum gehst du nicht ans Telefon? Ich war in der Schule. Ja, ich hab dir Sorgen gemacht, du gehst sonst immer ans Telefon. Ich war in der Schule. Gut, dass sie jetzt da ist. Ja, aber... Kannst du nächste Mal einfach mal anrufen oder mal auf dein Handy gucken oder einfach mal anmachen? Ich bin auch direkt hierher Mann. Peter, setzen Sie sich doch mal bitte. Erstmal hin, bitte. Genau. Du hast meine Briefe einfach... Ja, ich musste... Ja, ich weiß. Aber weißt du, von wem diese Briefe sind? Ich habe eine Vermutung, aber das geht dich nichts an. Weißt du, von wem diese Briefe sind? Vielleicht, aber... Wie vielleicht? Sag mir endlich, von wem die Briefe sind. Die Mutter ist so aufgewacht. Ich bremse mal so ein bisschen. Ne? Die Mutter ist so aufgebracht, weil wir davon ausgehen, dass diese Briefe von einem 49-jährigen Herrn geschrieben worden sind. Wusstest du das? Nein, ich dachte, es ist jemand, den ich kenne. Es ist... Wem hast du denn vermutet? Jemand aus der Schule. Es ist nicht so wichtig, aber wenn denn da ein älterer Herr gewesen ist, dann... Hast du dich jetzt irgendwann mal mit einem älteren Herrn getroffen? Nein! Mein Lebensgefährte und meine Tochter sind gerade eingetroffen. Ja, super. Dann kommen Sie wieder vorne ins Büro, ja? So, dann nehmen Sie noch mal Platz. Vielleicht Ihr Lebensgefährte hierhin. Und ein Töchterchen neben der Mama. Schön. Haben Sie ihm schon irgendwas erzählt? Nee, Sie sind gerade erst angekommen. Alles klar. Es geht darum, dass wir hier eine besorgte Mutter haben, die ihre Tochter vermisst hat. Und für die Mutter selber besorgniserregend war, dass sie mit dem Fahrzeug ihrer Lebensgefährtin wohl heute vor dem Haus der Familie aufgetaucht sind und dort Briefe eingeschmissen haben. Ja, das muss ein Missverständnis sein. Also... Entschuldigung, kann ich kurz zur Toilette gehen? Ja, klar. Danke. Bitte. Also das muss ein großes Missverständnis auf jeden Fall sein, weil ich stelle keinen Minderjährigen nach und ich liebe ja auch nur... Meine Elke. Ja, habe ich auch gedacht. Und dann erfahre ich gerade eben, dass du vorbestraft bist, Peter? Ja. Na gut, das habe ich Ihnen auch schon mal gesagt. Das sind Körperverletzungsdelikte. Die haben nichts mit irgendwelchen, wo wir überhaupt nicht dran denken wollen, mit irgendwelchen Sexualdelikten zu tun. Aber ich dachte, wir leben in einer Beziehung, wo wir ehrlich zueinander sind. Und wenn ich jetzt sowas höre wie irgendwelchen Jugendlichen mit dem Auto nachgestellt und dann erfahre, dass du vorbestraft bist, was ich... Ja. Peter! Das war vor ein paar Jahren. Ich bin halt in die Eishockey-Hooligan-Szene abgerutscht, hab mich geprügelt. Aber ich bin ein anderer Mensch geworden. Ich habe mich komplett geändert. Also, die Zeiten sind vorbei. Herr Heinig, wie gesagt, ich habe hier so einen Brief vorliegen. Wäre es möglich, dass Sie mir mal hier so einen Satz aufschreiben könnten? Wäre das möglich? Ja? Ja. Der Herr Heinig war ja dann auch hier auf der Wache und sympathischer Kerl. Hat auch bereitwillig eine Schriftprobe abgegeben. Ja, wie sehen solche Leute aus, die auf jüngere Mädchen oder auch Kinder stehen? Ich glaube, das ist das Riesenproblem. Man kann keinem in den Kopf reingucken, man kann nur bis vor die Stirn gucken. Und das ist im Prinzip das Problem.
von der Sympathie her war das mit dem Herrn Heinisch völlig in Ordnung. Während sich die Tochter der Fahrzeughalterin weigert, die Toilette zu verlassen, erkennt die Melderin plötzlich den Mann wieder, der die Briefe für ihre Tochter eingeworfen hat. Was ist denn jetzt los? Wer sind Sie eigentlich, meine Tochter zu stalken? Ich habe niemanden geschrieben. Ach nein, wer habe ich denn heute eine gesehen? Das ist ein Missverständnis. Nee, was ist ein Missverständnis? Das ist immer ein Missverständnis. Ich habe nichts gesagt. Er war heute bei uns vor der Tür. Wir wissen es noch nicht. Er mag sein, dass... Aber ich weiß es. Er hat doch den Brief bei uns im Briefkasten hingestellt. Thea! Was? Thea? Ich habe sie doch gesehen, sag mal. Ich habe doch keine Tomaten auf den Augen. Herr Maybach? Ja, Thea ist meine Tochter. Kennst du sie? Aus der Theater-AG, ja. Genau, bitte, ich muss mal gerade diese nimm die zwei mal bitte noch mal mit ins Büro. Während der gesamten Sachverhaltsklärung, ja, ist mir da so ein bisschen der Geistesblitz gekommen. Die Thea hat sich mit ihrem, ja, ich sag mal, Stiefvater relativ gut verstanden, ist direkt auf Toilette gegangen, wo dieses mit den Briefen da zur Rede kam. Als dann nachher noch rauskam, dass sich die Luisa und die Thea kennen, da war mir im Prinzip schon klar, was hier abging. Und das sollte mir die Thea dann auch letztendlich bestätigen. Christian Reuter hat den Verdacht, dass tatsächlich nicht der 49-jährige Stiefvater hinter den Briefen steckt, sondern jemand, den vor allem dessen Lebensgefährtin nicht auf dem Schirm hat. Kann das sein, dass das eigentlich alles von dir ist? Den Brief, den habe ich nicht persönlich geschrieben. Den hat Peter für mich geschrieben. Er wollte mir eigentlich nur helfen, weil, ja, ich kenne die Luisa. Und ich glaube, ich mag sie ein bisschen mehr als nur eine Freundin. Und ich wusste halt nicht, wie ich ihr das zeigen soll und vor allem, wie ich dir das sagen soll. Aber Schatz. Mama, du bist halt immer so zu prüde, alles immer auf Nein, so spießig. Und dann, Peter, haben mir dann halt geholfen. Eigentlich sollte ich diese Briefe abschreiben, aber... Warst du faul oder was? Jetzt muss natürlich die Melderin erfahren, dass ihre Tochter nicht von einem älteren Mann gestalkt wird. Das kann allerdings die 17-jährige Klassenkameradin selbst am besten erklären. Die Briefe, die kamen eigentlich von mir. Also Peter hat die quasi in meinem Namen für dich geschrieben. Er wollte dir nur einen Gefallen tun. Es tut mir sehr, sehr leid. Glaube ich, mag die Luisa halt ein bisschen mehr. Es scheint so, als wäre es ihr auch so. Als würde es ihr genauso gehen, oder? Ja. Und vielleicht können wir ja dann mal einfach mal sowas unternehmen. Sehr gern. Darf ich mal dazu stoßen? Ich sehe, alle grinsen sich verschmitzt an, ja? Hier die Thea auf jeden Fall. Und die Luisa hat sich auch gefreut. Ich habe nur so, das habe ich gesehen. Ja? Ihr dürft offen und ehrlich zu uns sein. Wir haben euch so lieb, wie ihr seid. Egal, ob ihr in ein Mädchen verliebt seid oder in einen Jungen. Also ich spreche da für mich und ich hoffe, sehr weise. Für mich auch. Also du kannst auch jederzeit zu mir kommen. Aber ich habe jetzt ein ganz anderes Problem, weil ich ja ihren Lebensgefährten so beschuldigt habe. Vielleicht darf ich mich auch noch mal kurz entschuldigen. Die beiden Mädchen sind mittlerweile liiert. Auch ihre Familien akzeptieren die junge Liebe der Teenager.